Diese Folge wird präsentiert von Konto, eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Philipp Werner, Principal bei Project A, und wir schauen nach San Francisco, Kalifornien. Die Plattform zur Orchestrierung lokaler Lieferungen Nash hat eine Series A Finanzierung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar erhalten, die von Andreessen Horowitz angeführte Finanzierungsrunde soll dabei helfen, die Einstellung von Mitarbeitern in wichtigen Geschäftsfunktionen zu beschleunigen und die Expansion in neue Branchen ermöglichen. Außerdem geht es um Root Global. Die Softwareplattform ermöglicht es Herstellern, Lebensmittelverarbeitern und dem Einzelhandel im Lebensmittel- und Getränkesektor, Kohlenstoffwerte zu berechnen und Geschäftsentscheidungen zu treffen, um die Treibhausgasemissionen in Zukunft zu verringern. In einer von Project A geleiteten Pre-Seed-Finanzierungsrunde erhielt Root 2,6 Millionen Dollar. Aber so viel nur als kleiner Teaser vorweg, wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung. Startups aufgepasst. Die Deutsche Bahn sucht eure innovative Lösung für den Regional- und Fernverkehr von morgen. Gesucht werden spannende Ansätze in den Bereichen automatisiertes Testing, Auswertung von Hate Speech, neue Kundenservices, Reisendeninformation, Datenauswertung, Fahrradanwendungen und Schienenersatzverkehr. 25.000 Euro Finanzierung, exklusiver Zugang zu Datenexperten und Märkten sowie die Möglichkeit auf eine Folgekooperation mit der DB klingen vielversprechend? Dann jetzt bei der DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Investments und Exits. Cool, ja, ich freue mich sehr. Philipp Werner ist wieder hier von Project A. Hallo Philipp. Hallo Jan. Freue mich sehr, wieder, dass wir wieder sprechen. Beim letzten Mal wurde ich ja vertreten, da war ich ein paar Tage weg. Da hast du mit Fabian Tausch über euren neuen Fonds gesprochen. Das ist ja irgendwie, also darf ich nochmal Glückwunsch sagen, ne? Ja, vielen Dank. Ja, das heißt, vielleicht ein paar Sätze zu euch nochmal, für die, die euch noch nicht kennen. Ich meine, ihr seid jetzt mittlerweile, kann man sagen, echt eine große Nummer, ne, in der deutschen Venture-Capital-Szene. Das würde ich jetzt nicht genauso formulieren, aber uns. Aber ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen, oder? Vielen Dank. Uns gibt es tatsächlich schon seit 10 Jahren mittlerweile. Wir haben jetzt den vierten Fonds gerade geschlossen, ja. 375 Millionen Dollar dazu bekommen, haben mittlerweile über 100 Investments gemacht. Ein paar davon kennt man auf der B2C-Seite, Trade Republic, Krü, waren wir beide früh mit dabei. Auf der B2B-Seite Sender, Spryker, also auch ein paar Unicorns mittlerweile im Portfolio. Genau, und was uns eben unterscheidet von den meisten anderen VCs und ich glaube von allen in Europa, soweit wir wissen, ist, dass wir eben ein sehr großes operatives Team bei uns haben. Es sind mittlerweile 130 Operator aus verschiedenen Bereichen, von Talent Acquisition zu Produktmanagement, Software Engineering, Marketing, Data, Sales, also alles das, was man in einem schnell wachsenden Startup eben braucht. Und diese Hands-on-Operator arbeiten eben auf Wunsch mit unseren Portfoliounternehmen zusammen. Und das wird sehr, sehr rege angenommen und ist so ein bisschen quasi unser Alleinstellungsmerkmal. Hm. Du hast gerade Krü erwähnt, über die haben wir neulich hier auch gesprochen. Da gab es auch gerade große Neuigkeiten, ne? Richtig, die haben nochmal Geld aufgenommen. Wahnsinn. Gutes Signal im aktuellen Marktumfeld, denke ich. Von daher. Ja. Wo wir bei den Neuigkeiten sind, heute gab es, oder beziehungsweise für die Hörerinnen und Hörer dann eben gestern, gab es große Neuigkeiten bei euch. Ihr habt schon wieder in ein sehr frühen Unternehmen investiert, ne? Richtig. Es ist selten, dass wir beide miteinander sprechen und wir am gleichen Tag, ich glaube vor 2 Stunden, ein Investment announced haben. Und zwar im Sustainability-Bereich. Die Company heißt Root Global, rootglobal.io aus Berlin. Und wollen im Grunde das Carbon OS für die Food Industry werden. Können wir gleich ein bisschen drauf eingehen. Erstmal ganz spannend, das ist ein Pre-Seed-Investment, also relativ früh auch für unsere Verhältnisse, wobei wir das mehr und mehr machen. Das Spannende hier ist vor allem erstmal das Team. Die Gründer sind Maurice und Eric und beide kennen wir schon länger. Maurice war tatsächlich mal Intern, also Praktikant bei Project A. Ach komm.
War auch der erste Praktikant bei Sender. Habe ich eben schon gesagt, dass das eine unserer erfolgreicheren Portfolio-Companies ist. Also den kennen wir wirklich sehr, sehr gut. War zwischenzeitlich auch noch bei Home2Go, Carl Finance, auch eine Portfolio-Company und Acapella. Und hat sich dann entschlossen, mit seinem Co-Founder Eric diese Company zu gründen. Eric ist auch kein Unbekannter im VC-Umfeld. Er war mal bei Creandum eine Zeit lang. Davor McKinsey-Background, auch bei Antler gewesen und hat dann bei BCG Digital Ventures das Company Building gelernt. Von daher ein sehr starkes, junges, ambitioniertes Team, die wir gut kannten und uns deshalb gesagt haben, das ist schon mal einer der wichtigen Faktoren in so einer frühen Phase, auf den wir setzen wollen. Einer der Faktoren oder, also ne, man kann ja wahrscheinlich sagen, Pre-Seed ist das neue Seed oder Seed ist das, heißt jetzt Pre-Seed, ne? Weil also es ist ja noch nicht viel da in dem Moment eigentlich, ne? Also das heißt, wahrscheinlich ist so das Team eigentlich genau das, auf das ihr am meisten guckt, oder? Genau, mit Abstand das Wichtigste in der Pre-Seed. Natürlich ebenfalls wichtig ist Marktgröße und die Vision der beiden. Aber ja, also ich glaube, in der Pre-Seed ist das Team auf jeden Fall das, worauf man setzen sollte. Aber ist doch wahrscheinlich, also Christoph Gerber hat neulich beim Philipp Westermeier mal erzählt, dass ein Businessplan, wenn man ihn verschickt hat, in dem Moment ist er schon veraltet, ne? Und wahrscheinlich ist es doch in so einer frühen Phase auch so, dass der Markt möglicherweise, dass man den Blick noch nicht genau hat und vielleicht auch nochmal hier und da ein bisschen pivoten muss eigentlich, oder? Ganz genau. Und das ist auch gerade in diesem Markt, wir haben jetzt noch gar nicht so richtig gesagt, was die Company macht, gehen wir gleich ein bisschen tiefer darauf ein. Gerade in diesem Carbon Offsetting und Carbon Reduction Markt ist die Regulierung noch nicht final. Das heißt, das ist natürlich Teil der Hypothese, auf ein Team zu setzen, was sehr dynamisch damit umgehen kann. Mhm. Ist absolut der Fall, ja. Ja, dann lass uns mal einsteigen. Also Operational System für den Food-Bereich hast du gesagt, ne? Ganz genau. Also im Grunde muss man oder unterscheiden wir in dem Bereich zwischen Wave 1 und Wave 2 Companies. Also Wave 1 kennt ihr vielleicht einige, sind so ESG Reporting Companies, wo es um Carbon Reporting in erster Linie geht. Planetly ist da so eine Company aus Berlin, die viele kennen. Also es geht im Wesentlichen um Carbon Emission Accounting. Und diese neue Welle, an die wir glauben, sind eben Companies, die darüber hinausgehen, also Carbon Emission Analytics und Reduction vor allem machen. Also über das reine Tracking von CO2-Fußabdruck hinaus tatsächlich in die Reduktion von CO2. Mhm. Und in dem Fall haben Root eben bauen eine Plattform, die nicht horizontal ist, sondern wirklich vertikal für die Food-Industrie, bei dem wir eben glauben, dass das einen großen Unterschied macht, weil die verschiedenen Industrien so unterschiedlich sind, dass du da eben Custom-Lösungen für bauen musst. Warum jetzt Food? Das vielleicht gar nicht allen so transparent, ist verantwortlich für bis zu 30% der globalen CO2-Emissionen. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Wort. Und der Fokus von Root im Vergleich zu manchen anderen Companies ist eben auch auf Scope 3 Emissions. Das sind im Grunde die in der Supply Chain anfallen. Also es gibt Scope 1, ist das, was beim Unternehmen selbst anfällt, durch die Produktion eines Produkts. Und Scope 2 ist die Energie, die dabei verbraucht wird. Und Scope 3 ist im Grunde alles, was nicht direkt bei dem Unternehmen passiert, sondern davor in der Value Chain sozusagen. Mhm. Das heißt aber hinterher, wir reden hier eigentlich über ein riesen Datenspiel, oder? Ganz genau. Ja. Und woher kommen diese Daten? Also ich meine, weiß jetzt nicht, wie viel du da verraten darfst, wie viel davon jetzt Secret Source ist, aber ich kann mir ja vorstellen, das ist hinterher nicht ganz trivial, an diese Daten, zumindest an verlässliche Daten ranzukommen, wenn du sagst, es geht nicht nur ums Tracking, sondern auch nur um Reduktion. Das heißt ja, also Reduktion beinhaltet ja irgendwie auch, man liefert Verbesserungsvorschläge oder Benchmarks oder so, ne? Genau. Also ist, glaube ich, kein Geheimnis. Die Daten kommen schon primär von den Suppliern für die großen Food-Produzenten. Aber das sind halt, muss man sich vorstellen, das sind jetzt keine ganz trivialen Metriken, die man da erheben muss. Und viele Pharma zum Beispiel sind da so ein bisschen aufgeschmissen. Das heißt, die muss man halt sehr eng an die Hand nehmen. Und das machen dann eben die großen Food-Produzenten durch Root. Und die haben nämlich natürlich einen Incentive, erstmal zu wissen, wie groß die CO2-Emissionen sind, damit man das dann auch an den Konsumenten eben weitergeben kann im Marketing, aber vor allem auch ein Incentive, diesen Fußabdruck zu reduzieren und incentivieren dann ihre Supplier eben dazu, diese Daten zu erheben. Und Root ist die Plattform, auf der das Ganze passiert.
und kann dann eben verschiedene Sachen modellieren, also auf Basis der Ingredients, die jetzt die Supplier mitbringen. Also es kann halt sehr granular sein oder halt erstmal sehr abstrakt wie, hey, wir haben hier ein bestimmtes Obst und da das multiplizieren wir einfach mit einem CO2-Score, der halt einsehbar ist. Oder man geht halt sehr komplex rein und sagt, naja, das Obst wird auch mit unterschiedlichen Sachen gespritzt, das in unterschiedlichen Jahreszeiten entstehen unterschiedliche Emissionen etc. Und da so den Zwischenweg zu finden, wie man das möglichst granular machen kann, ohne die Supplier zu überfordern, das ist genau das, wie Root eben bei der Datenerhebung hilft. Jetzt hast du schon gesagt, dass ihr dem Gründerteam total vertraut, weil ihr den schon lange kennt, weil die einen guten Track Record haben, schon einen guten CV. Nichtsdestotrotz, das klingt schon nach einem extrem dicken Brett, oder? Also, oder kommt mir das jetzt nur so vor? Also so einen Markt jetzt irgendwie auch noch in Gänze zu erfassen, ist doch, also ich will jetzt nicht sagen unmöglich, dann werde ich euch wahrscheinlich irgendwie würde ich euch Lügen strafen, aber das ist schon echt schwierig, oder? Das ist auf jeden Fall nicht leicht. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man da anführen kann, die Krux sind. Das eine ist, ich glaube, wo du darauf anspielst, ist der Go-to-Market. Also die Ideal Customer Profiles von Root sind schon große Enterprise-Kunden im Food-Bereich. Mhm. Das heißt, Sales-Cycles sind wahrscheinlich relativ lang. Man muss aber dazu sagen, dass es mehrere Treiber gibt, gerade in dem Markt. Einerseits gibt es Regulierung, die die Industrie dazu verpflichtet, Carbon nicht nur zu messen, sondern eben auch in Richtung Reduction treibt. Gleichzeitig gibt es auch viele Unternehmen, die da sogar der Regulierung voraus sind und eben wissen, dass die Kundenerwartung mittlerweile dahingehend ausfällt, sodass eigentlich viele dieser großen Unternehmen nach Lösungen suchen, die auch über das reine Carbon Accounting hinausgehen. Von daher, das kann wieder positiv auf den Sales Cycle auswirken. Und das Zweite ist, denke ich, Integration, weil wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie die Datenerhebung funktioniert. Das ist eben nicht nur, dass Pharma ihre Daten eintippen, sondern Root hilft auch dabei, indem sie eben mit bestehenden Tools wie zum Beispiel ERP oder Procurement integrieren. Und diese Integration muss man natürlich auch erstmal aufsetzen. Hm. Das heißt, das Produkt ist schon ein Stück weit ein Brett, aber es gibt sehr, sehr viele Treiber und ein paar andere sehr positive Sachen, an die wir glauben, weshalb wir der Meinung sind, dass es ein sehr spannendes Investment ist. Ja, ich glaube, vom Rückenwind her bin ich total bei dir, dass das Thema gerade irgendwie Rückenwind hat. Ich versuche gerade mir die ganze Zeit herbeizupuzzeln, welche anderen Branchen kennt man, in denen, also wo könnte man jetzt Analogien ziehen zu anderen Branchen, wo sowas schon mal funktioniert hat? Müsste ich jetzt auch ein bisschen drüber nachdenken. Ich weiß gar nicht, ob es da so viele Analogien zu gibt, weil das Thema natürlich einfach schon sehr singulär ist. Ne? Mhm. CO2-Fußabdruck, ich glaube, dieses Problem hat die Menschheit so noch nicht gehabt. Es gibt natürlich schon ein paar Player, die das im Supply Chain machen, die im Grunde auf Basis einer Bill of Materials, nennt man das dort, Procurement-Teams dabei helfen, ihre Supply Chain zu verstehen und eben zu optimieren. Dann aber nicht immer auf Basis von CO2-Fußabdruck, sondern auch einfach, wie sicher ist die Supply Chain, wo gibt es irgendwie Einflüsse, die man mitigieren möchte. Also das wäre vielleicht am ehesten eine Analogie, die mir einfallen würde. Mhm. Aber ich glaube, das Problem ist schon sehr spezifisch. Ja, sehr, sehr spannend. Und für euch, ich habe mal geschaut, ihr habt in dem Bereich so Sustainability, Cleantech und so weiter, habt ihr noch nicht viel gemacht, oder? Wir haben noch nicht so viel gemacht, was announced ist, das ist richtig. Ah, okay. Wir schauen uns aber natürlich den Bereich sehr aktiv an. Ich glaube, wie die meisten VCs gerade, ich glaube, da wäre man sehr verblendet, wenn man sagen würde, dass man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt. Ich meine, eines, wenn nicht das größte Problem der Menschheit, da wird es sehr viele smarte Köpfe geben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, deswegen frage ich, weil wir haben ja gerade über Rückenwind gesprochen, eigentlich dieser Branche, die kriegt ja gerade größtes Problem der Menschheit heißt ja irgendwie auch größte Opportunity vielleicht gerade, ne? Und deswegen habe ich gefragt oder geschaut, was ihr schon gemacht habt und hatte noch nicht viel gesehen. Aber das heißt, da kommt noch ein bisschen was jetzt demnächst. Ja, da kann man durchaus ein bisschen mehr erwarten. Ich glaube, vielleicht zu dem Gedanken ist natürlich einerseits schwer für einige VCs zu sagen, also anders gesagt, es gibt viele Themen in dem Sustainability- und Climate-Tech-Bereich, die halt hardware-lastig sind, was jetzt nicht historisch die große Stärke von vielen VCs ist. Und da würde ich uns auch dazu zählen. Plus es gibt auch Gründe, warum man vor Hardware so ein bisschen zurückschreckt.
Und dann gibt es halt sehr, sehr viele Themen, die im Grunde bei dem Abschätzen und bei dem, also Estimation und dann Offsetting von CO2 aufhören. Und wir suchen halt immer nach Lösungen, die weitergehen als das. Mhm. Und eben schon prozessual gesehen eine Reduktion herbeiführen können und nicht immer nur durch Offsetting-Produkte oder Projekte. Mhm. Das heißt, diese Sachen zu finden, ist so ein bisschen die Krux aus unserer Perspektive. Also ich würde sagen, wir bleiben da mal dran. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht kommen die auch mal zu uns im Podcast, die beiden. Du hast aber noch ein zweites Thema mitgebracht, ne? Ja, genau. Ich dachte, wenn schon mal eine Company im Bereich Logistik eine Runde raised, was ein Thema ist, was mir sehr nahe liegt, dann sollten wir das auch besprechen. Mhm. Und zwar ist das die Company Nash aus San Francisco. Mhm. Ist im Grunde eine API-basierte Plattform für Last-Mile-Delivery. Können wir gleich auch ein bisschen darüber sprechen, was das konkret bedeutet. Jedenfalls haben die gerade ihre Series A, 20 Millionen Dollar, announced von Andreessen Horowitz und im Y Combinator, was schon sehr namhafte Investoren sind. Bei A16Z war das der Andrew Chen, der hat vorher mal, es ist im Growth Marketing auf jeden Fall ein Name, der hat damals den Rider Growth bei Uber aufgebaut. Weiß also, wovon er spricht. Mhm. Die Company ist durch den Y Combinator gegangen und hat dann eine undisclosed Seed Round bekommen von Andreessen Horowitz und Y Combinator im Herbst letzten Jahres. Haben sie denn jetzt mit announced, waren wohl so um die 8 Millionen Dollar und jetzt nochmal eine 20 Millionen Series A. Und was die im Grunde machen, ist eine Art Delivery Orchestration Plattform. Man muss sich vorstellen, es gibt vor allem in den USA sehr viele Last-Mile-Provider. Also das können irgendwie DoorDash sein, Uber etc. Und es gibt extrem viele Merchants, also Online-Händler, die noch keine, die Schwierigkeiten haben, Last-Mile anzubieten und das meistens halt über Third-Party-Logistics machen. Das heißt, im Grunde, was die Jungs hier erkannt haben, ist, dass man eine Art Stripe für Last Mile bauen kann, was sehr smart ist und ich würde mich freuen, sowas in Europa zu sehen, wobei der europäische Markt ein bisschen anders strukturiert ist. Also im Grunde ist die Idee, diesen Delivery Companies auch über die Peak-Zeiten, die häufig mittags und abends sind, wenn es zum Beispiel um Food geht, mehr Demand zu bringen von Retailern, die nach einer Möglichkeit suchen, Same Day oder Next Day Last Mile Delivery zu nutzen. Also sehr, sehr spannendes Modell. Kann man ein bisschen drüber streiten, ob das jetzt in Europa schon so funktionieren würde, weil wir vielleicht nicht unbedingt die gleiche Dichte an Last Mile Delivery Playern haben. Mhm. Aber ich finde es ein sehr charmantes Modell. Könnte auch, wenn man das weiterdenkt, so ein bisschen den lokalen Einzelhandel beflügeln, ne? Ja, genau, das ist eine der Ideen. Ich glaube, es ist ein bisschen trivialer anzufangen mit den Online-Händlern. Weiß nicht, ob die schon Offline-Händler unterstützen, aber da gibt es auf jeden Fall auch in Europa einige Companies, die in dem Bereich arbeiten. Mhm. Da ist ein bisschen, glaube ich, immer die Krux, wie bekommst du das Inventory der lokalen Player für den Kunden halt zugänglich? Mhm. Oder du musst halt quasi da über den der Konsument muss eben über den lokalen Player direkt kommen. Mhm. Genau. Ja, also ich habe mir vorhin die Webseite von denen angeschaut und ich hatte neulich mal hier, die kennst du wahrscheinlich auch, Instabox hatte ich mal im Podcast, ein großes Unternehmen aus Schweden, da habe ich mit einem Deutschlandvertreter hier, weil die nicht alle Deutsch sprachen, war es glaube ich ein Sales Manager oder so gesprochen. Da hatte ich schon das Gefühl, wie cool das ist, wenn man quasi den ganzen Logistikmarkt nochmal neu denkt, so diese letzten Meilen, wenn man quasi auf der grünen Wiese nochmal anfängt und nicht diesen schweren Rucksack, den so ein DHL mit sich rumträgt und der eigentlich nicht mehr lösbar ist, ne, irgendwie aus Sicht des Kunden. Und das gleiche Gefühl hatte ich jetzt eben vorhin hier auch bei Nash, muss ich sagen, oder? Also da entsteht was Neues, was so richtig vielleicht diesen Markt nochmal umkrempeln kann. Ja, genau. Also es ist ein Riesenmarkt. 120 Milliarden ungefähr, glaube ich, global. Wächst auch relativ schnell. Was du mit dem Rucksack ansprichst, ist, glaube ich, das, was halt sehr unter Asset Heavy fällt. Ja. Also es gibt viele Companies, die in dem Bereich sich umschauen. Ja, und Legacy. Genau, Legacy auch. Aber du hast natürlich immer so ein bisschen den Trade-off zwischen Asset Heavy, dann gehört dir quasi ein Teil oder ein Großteil der Value Chain. Das heißt, du musst Warehouses operaten, du musst die Flotten aufbauen und managen. Was natürlich schwer schnell zu skalieren ist. Oder du wählst halt Asset Light und dann gehört dir im Grunde nur die Software-Komponente. Mhm. Und dann ist halt wieder so ein bisschen die Frage,
ja, wie groß ist dein Anteil eigentlich in der Value Chain? Also, ne? Dann hast du so ein bisschen so ein Margen, das Margenproblem hast du eigentlich in dem Bereich generell. Und deshalb fand ich Nash sehr, sehr spannend, weil die sich im Grunde dazwischen klemmen und auf Asset Light agieren, aber auf beiden Seiten quasi die Fragmentierung für sich nutzen. Und eben auch einem Retailer die Möglichkeit geben, Last Mile Delivery zu machen und nicht nur über einen Player, sondern gleich über alle, die es am Markt gibt. Das heißt, man kann optimieren zwischen diesen verschiedenen Provider. Man kann auch rerouten, wenn es irgendwie Probleme bei einem gibt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das so in so einer Art Bidding-Modell irgendwann geht. Dass man wirklich sagt, okay, die verschiedenen Delivery-Companies sacrificen, sage ich jetzt mal, sorry für die vielen englischen Worte, so ein bisschen ihre Marge zugunsten von Auslastung außerhalb der Peak Times. Und gleichzeitig können die Merchants auch ein bisschen sacrificen zugunsten von schneller Verfügbarkeit für den Kunden. Und da kann man natürlich, wenn man Nash ist und da in der Mitte sitzt, tendenziell ganz gute Margen abgreifen, ohne dass man diese Win-Win-Situation für beide zerstören muss. Und das finde ich einfach sehr spannend an dem Modell. Ja, mega spannend. Ich versuche mir gerade vorzustellen, greifen die einen bestimmten Markt damit an oder erweitern die nur bestimmte Märkte? Was würdest du sagen? Also gibt es irgendjemand, wenn die jetzt nach Deutschland kommen würden oder nach Europa, dem die dann irgendwie was wegnehmen? Ist das dann DHL tatsächlich oder die Arrives dieser Welt zum Beispiel? Oder was würdest du sagen? Ja, also ich stecke jetzt nicht genau drin, wie deren Business Model aussieht und wie sie es zukünftig entwickeln wollen. Ich würde sagen, ich habe so ein bisschen über Competition nachgedacht und wer mir da am ehesten einfällt, ist eigentlich OnFleet. OnFleet ist im Grunde die Software, die meisten Last-Mile-Player nutzen und die eigentlich auch Zugang zu diesen verschiedenen Delivery-Companies haben und das bündeln könnten. Die sind aber selbst, die gibt es auch schon seit 2012 und die sind selbst nicht wirklich besser finanziert als Nash jetzt. Von daher, die greifen sie an. Ansonsten würde ich eigentlich vermuten, dass die sich so positionieren, dass es einen Win-Win gibt. Wie gerade schon erläutert, dass die meisten Last-Mile-Deliveries eigentlich froh sind, wenn sie weitere Pakete mit liefern können, einfach um die Drop-Rates zu erhöhen. Das ist nämlich in der Regel die große Krux, dass die Arbeitnehmerkosten so hoch sind, dass du extrem viele Pakete pro Stunde quasi ausliefern musst. Und wenn du das außerhalb der Peak-Zeiten hinbekommst, weil jemand anders dir noch mehr Demand liefert, dann ist das natürlich eigentlich dankbar. Und ich würde sagen, am ehesten wahrscheinlich greifen sie die traditionellen Liefermethoden an. Also vielleicht tatsächlich einen DHL, weil man eben nicht mehr 2-3 Tage auf sein Paket zu warten bereit ist, sondern tendenziell das gerne same day oder next day haben möchte. Und dadurch vielleicht die Merchants eben auf eine Kooperation mit Nash ausweichen im Vergleich zu den traditionellen Carriern. Und das ist aber wahrscheinlich schon eine These, die ihr unterschreiben würdet oder intern verfolgt, dass dieser Markt sich generell oder die Kundenerwartungen sich generell in Richtung Same Day oder Next Day auf jeden Fall bewegt, ne? Ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Wir haben ja auch damals in Yababa investiert, die im Grunde auch Same Day, Next Day Delivery machen. Ich glaube, das ist einfach, das hat sich durch die Q-Commerce-Player wie Gorillas und Flink einfach unwiederbringlich in der Konsumentenerwartung verschoben, dass man irgendwie dem einen sehr hohen Wert beimisst, wenn man die Produkte nicht in 3-5 Tagen bekommt, sondern tatsächlich heute oder morgen. Kann man darüber streiten, ob das wirklich dann so wichtig ist in den meisten Fällen, wie der Konsument das wahrnimmt. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung hat sich geschiftet und es wird Player geben, die das hinbekommen. Und insofern finde ich da Nash vor dem Hintergrund sehr spannend. Jetzt habt ihr in Yababa investiert, jetzt will ich da nicht zu tief bohren, ne? Aber ich habe ja gerade den Christoph Gerber schon zitiert, ehemaliger Mitgründer von Lieferando. Der hat im Podcast eben so ein bisschen den Aktienkurs von Lieferando auch mal irgendwie nochmal skizziert, wie stark der gesunken ist in der letzten Zeit. Zeitgleich hat man das bei Delivery Hero auch. Wir haben bei, ich weiß gar nicht, DoorDash und sowas haben wir Layoffs, Gorillas tut sich schwer. Ich habe mich da wirklich gefragt hinterher, ob man eigentlich auf Basis von zumindest Fahrradkurieren, ob man da überhaupt jemals ein profitables Business aufbauen kann. Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Quick Commerce und Same Day. Also Quick Commerce geht es ja wirklich darum, in den nächsten 10, maximal 20 Minuten zu liefern. Ja, okay. Du kannst halt wenig poolen. Und wenn du Same Day oder Next Day machst, da kannst du so ein bisschen mehr
ja, anfangen zu poolen und mehr Routen optimieren, indem halt ein Fahrer mehrere Konsumenten bedient. Und dadurch wie bei Yababa, ne? Entschuldige, das habe ich bei Yababa, genau. Ich glaube, das ist natürlich trotzdem ein kapitalintensives Modell, das es nicht ganz leicht hat in der aktuellen Zeit, aber es ist schon fundamental anders von den Unit Economics als jetzt ein Quick-Commerce. Deshalb würde ich die nicht alle über den gleichen Kamm scheren, auch wenn sie natürlich, hast schon recht, also wenn du die skalieren willst, musst du halt für jede neue Stadt wieder eine neue Flotte aufbauen oder mit einem Partner arbeiten, der die hat. Ich habe für mich da nur danach irgendwie versucht zu eruieren, wo gibt es ein gutes Beispiel, was dann dauerhaft irgendwie erfolgreich ist. Ne? Selbst auch ein Joker und so weiter, also Quick-Commerce, aber auch die ganzen Restaurant-Lieferdienste, also da gibt es irgendwie noch keinen, der zumindest den hohen Erwartungen gerecht wird. Ne? Das war so ein bisschen das, wo ich ins Grübeln kam. Ja, Barber hätte man jetzt in dem Kontext gar nicht nennen sollen, die machen ja eher so das Picknick-Modell, ne? Genau, ja. Ja. Naja, okay, aber da im Quick-Commerce seid ihr ansonsten gar nicht aktiv, ne? Haben wir uns zurückgehalten, richtig. Weil wir da auch immer eher skeptisch waren. Ja, also ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Im letzten Jahr haben wir uns vielleicht ein bisschen geärgert. Aktuell sieht es vielleicht eher so aus, als wäre es die richtige Entscheidung, nach allem, was man so hört. Aber ja, ich glaube, das bleibt abzuwarten. Mhm. Unsere Wette war dann, wie gesagt, eher in dem Grocery Delivery Space, wo es nicht darum geht, möglichst schnell zu sein, sondern eher den Kunden mit einem spezifischen Sortiment und auch einer spezifischen Kundengruppe eben zufriedenzustellen. Aber ich höre raus, wenn jemand in Europa oder Deutschland sowas machen würde wie Nash, das würdet ihr euch zumindest angucken wollen. Das würde ich mir sehr gerne angucken, ja, ganz generell. Wenn Gründer oder Gründerinnen zuhören, die im Bereich Supply Chain, Logistics, Procurement unterwegs sind, das sind genau meine Themen. Das heißt, immer gerne proaktiv bei mir melden. Super, man hat die leuchtenden Augen gerade gehört. Philipp, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ach, ich glaube, wir könnten da noch überall noch ein bisschen länger drüber sprechen, aber wahrscheinlich so, um es kurz und knapp zu halten, war es vielleicht ganz gut. Super, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ne? Ich danke dir, Jan, mach's gut. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren Jan Thomas und Philipp Werner, Principal bei Project A, über die Finanzierungsrunden von Nash und Root Global. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit Dorothee Monschau, Head of Brand von Preply im Interview. Der Online-Marktplatz für Sprachunterricht nahm im Rahmen der Serie C-Finanzierung 50 Millionen US-Dollar ein. Angeführt wurde die Runde vom weltweit größten Bildungstechnologie-Investor Owl Ventures. Mehr dazu hört ihr in unserer Mittagsausgabe um 13 Uhr. Für heute Vormittag war das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde präsentiert von Konto, eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups. Konto hilft Gründerinnen und Gründern in nur 72 Stunden für das Handelsregister bereit zu sein. Teste Konto 3 Monate kostenlos mit dem Code Startup Insider. Mehr Infos gibt es unter konto.de. Konto schreibt sich übrigens QONT.